Ja, herzlich willkommen zu T, zu D, K, zu K, zu G, zu A. Denn A bin ich und ihr seid B, denn ihr kommt nach mir. Denn ich sehe das Video zuerst und danach seht es ihr. Und wir sind mit Klößchen in dem Krimiladen. Ja, mal sehen, was es da gibt für die Leute zu sagen. Wir waren mit Karl fertig im krassen Spionageladen. Mann, hier kann man es sich gut gehen lassen. Ah, mit Schokolade? Uli, bringen Sie doch dem jungen Mann eine heiße Schokolade. Ach, der Kellner sitzt mal wieder auf seinen Ohren. Ja. Warte mal, ich frage Frau Hauf. Nicht nötig, ich bin schon rappeldicke voll von meinen Kürbispralinen. Du sollst sie noch nicht alle selber essen, Dickerchen. Du musst sie doch zur Probe abgeben. Damit die getestet wird und danach sich etwas etabliert, ein neues Produkt auf den Markt. Gut. Willi ist hier. So seid es auch ihr. Und so sind es wir. Gemeinsam trinken wir ein Bier, ne? Und reden mit ihr. Ob Heppner seine Beute nicht doch verloren hat? Gut möglich. Waren wir mit Karl fertig beim letzten Mal? Ich glaube ja. Da war noch die Geschichte mit dem Analphabeten, ne? Da gab es noch dann Anspielungen auf ihre Erzählung irgendwann mal, ne? Dass der Kompagnon von Heppner vielleicht eine analphabetische Wurde Ader Heppners Fluchtweg nicht rekonstruiert? Kann sein. Ob Heppner seine Beute nicht doch verloren hat? Wieso haben die denn alle so viel krass viele Insider-Informationen über diesen Fall von Heppner? Also so Sachen, wo ich mir denke, so, wo haben wir die jemals gehört? Oder kommen die aus den internen Akten von Kommissar Glock 17? Ob Heppner seine Beute nicht doch verloren hat? Ja. Wenn man mit dem Rad durch die Stadt flitzt, kann schon mal was vom Gepäckträger fallen. Absolut. Aber wer mehr als 700.000 Euro mit sich herumschleppt, hat nur Augen für den Schotter. 700. Schließlich muss es das Risiko wert gewesen sein. Andererseits würde tatsächlich nicht jeder Bürger zur Polizei gehen, wenn er so viel Geld herumliegen sieht. Ja, was macht man denn aber auch mit 700.000 Euro Bargeld? Also das ist, kannst du ja gar nicht verwerten. Das ist ja, habt ihr euch das mal die Gedanken gemacht? So, weil wenn du irgendwo so viel Geld haben würdet, dann ist ja immer das ist ja der ganze Struggle in den ganzen, ja, in den ganzen Filmen und Serien, wenn jemand so unglaublich viel Geld hat, was irgendwie illegal ist, du kannst ja de facto damit nichts machen, weil das fällt dir auf und du kannst ja nicht alles in Bar kaufen. Also wenn du eine Million, stell dir vor, du hast eine Million Euro in Bar, was machst du denn damit? Ja? Kannst du nicht zur Bank gehen und das einzahlen oder sowas, ja? Oder du kannst ja nicht einfach zum Autohaus gehen und sagen, ich kaufe jetzt hier 24.000 Euro in Bar dieses Fahrzeug. Da denken die sich auch so, weiß nicht, bisschen suspicious alles. Also da ist schwierig. Schwierig. Ne? Reihenfolge einhalten. Oh, jetzt stehe ich ein wenig höher. So aus der Nähe wirken die Requisiten weniger beeindruckend. Stimmt, ja. Aber warum stehst du höher? Warst du vor zu klein? Kennt man doch. Klar, kennt man. Das ist doch dieser Dr. Holmes, Sherlock, Hyde, ne? Es gibt kaum einen Krimi, in dem nicht eine Katze ihr Unwesen treibt. Ist das so? Und was ist mit, diesen, also in den ganzen Fitzer-Krimis habe ich, glaube ich, noch keine Katze erlebt. Oder? Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Hätten Sie Interesse, bei einer Umfrage mitzumachen? Ja, geil, bring deine Pralinen an den Mann oder in dem Fall an die Frau. Dekorieren Sie zu Halloween? Ja, bestimmt, oder? Mit den Sachen von Heppner? Oh ja, da hat sie doch was gesagt, ne? Hätten Sie Interesse, bei einer Umfrage mitzumachen? Nee, sie hat es gesagt von wegen, dass sie da ins Gefängnis Sachen, Bücher stiftet. Nein, ich mache nur Angaben zu meiner Person, wenn es unumgänglich ist. Ich bin sehr für Datenschutz, aber ich glaube kaum, dass nicht doch mal was durchsickert. Oh, man könnte glatt meinen, Sie hätten etwas zu verbergen. Oh ja. Aber obwohl sie so offenherzig alles zeigt, was sie hat. Lad schneller. So entspannt möchte ich auch mal sein. Hä, was? Oh,
kein Problem. Meine Chefin hält tragbare CD-Player für die Kunden parat. Und haufenweise Hörbücher. Versuch's mal mit Bleifuß Desperados. Da fahren zwei Gesetzlose durch Mexiko und schrotten alles mit einem Jeep. Total geil erzählt. Das klingt mir zu schweißtreibend. Ja, vor allem, du kannst doch jetzt da nicht die ganze Zeit Hörbücher hören, oder? Also, oder kannst du doch? Ich meine, so ein Hörbuch, der auch so, ja, so 8 bis 16 Stunden oder so, würde ich mal sagen. Kommt auf die Länge des Hörbuchs an, kann auch kürzere geben, aber trotzdem, die sind schon immer relativ lang, ne? Kannst du nicht die ganze Zeit hier rumchillen, oder? Kannst du doch? Kannst du doch? Vielleicht ja. Ich muss das immer berühren, weil da ein Schild hängt. Das juckt mich ja so in den Fingern. Ja, mach doch. Hey, da kann wohl einer nicht lesen. Ey, Chefin, was gibt's? Entschuldigung, mein Fehler. Chefin, was gibt's? Okay, er kann... Aber ist Willi der Einzige, der da dran ziehen kann? Ist ja auch ein bisschen interessant. Bringt die 13 nicht Unglück? Klar. Wissen Sie was über Frau Michels und den Bankraub? Aber er weiß ja gar nicht, dass die 13 ist, weil er nicht lesen kann. Bringt die... Hm? Welche 13? Ach so, weil das hier Tisch 13 ist. Der ist sowieso fürs Personal reserviert. Was? Muss dir also nicht in die Hosen machen. Ich doch nicht. Wieso denn die Hosen? Was? Weil er ist so ein komischer Vogel und warum sollte ich mir die Hosen machen? Weil du auf Tisch 13 sitzt, Bruder. Wegen Unglück oder was? Oder wie? Oder wer? Ist ja nur, wer dran glaubt. Ne? Dem ist das Unhold, das Unschuld, das Unglück hold. So. Der Unhold schuld. So nämlich. Wir gehen nochmal neu rein und fragen die... Oh Mann, haben wir mit Karl alle Fragen gefragt? Wir hatten ja die erweiterten Frageoptionen bei allen. Ich bin gar nicht mehr sicher. Haben wir alles gefragt? Ah, wir haben noch nicht alles gefragt bei dem... Okay, machen wir erstmal Willi fertig. Ob Heppner seine Wurde Heppners Fluchtweg nicht rekonstruiert? Man fand nie heraus, wo er wirklich zwischen Bankraub und Festnahme war. Ah... Irgendwann kommt Heppner frei, dann kann man ihn einfach beschatten und fertig. Wenn er die Beute holen will, wird er mit einer Observation rechnen und doppelt auf der Hut sein. Krasse Observation, Bruder. Dekorieren Sie zu Halloween? Ein wenig Tischschmuck dürfte genügen. Aha. Okay, danke fürs Gespräch. Ja, denke ich aber auch. Aber so ein bisschen so für so ein Buch, Ladentee, ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Was ist es denn jetzt? Eine Bar, ein Buchladen, ein Tee, Buch, Store, was? Ich finde es nur geil. Also ich finde schon cool. Hat was. Bringt die 13 nicht... Wissen Sie was über Frau Michels und den... Bankraub? Na, nur was man sich so erzählt. Und Bodo kenne ich nicht näher. Ich meine Heppner. Melissa hatte mal mit ihm zu tun, wegen der Bücherspende. So, so. Der Bodo, der gute Bodo, den kennst du eigentlich nicht näher. Ich finde es super geil, dass das immer ein Geräusch macht, wenn er sich die Dinger ins Ohr reinballert. Als hätte er so auch so mechanische Ohren irgendwie so. Das finde ich schon, gut. Finde ich irgendwie sehr gut. Okay, wir waren, glaube ich, mit Carly noch nicht fertig, ne? Wir gehen noch mal rein. Hier waren wir durch bei ihr. Ist Ihr Kellner nicht sehr auf andere angewiesen? Haben Sie mal etwas erlebt, was niemand glauben wollte? Kennen Sie Frau Michels privat? Kennen Sie Kommissar Glockner? Führen Sie auch Grusel? Genau, bis auf das Letzte. Ist Ihr Kellner nicht sehr auf andere angewiesen? Auf jeden Fall, wenn es darum geht, etwas aus sich zu machen. Ha. Trotzdem ist er der reinste Einzelgänger, der vor sich hin träumt. Bestimmt trauert er in Wahrheit einer großen Liebe nach. Hm. Als Analphabet buchstabiert man lieber garantiert nach anderen Kriterien. Okay... Ich finde, Karls seine Antwortsreaktionen sind immer so, ja, weiß ich auch nicht, auf einer ganz anderen Ebene einfach. Wow, er ist ein deeper Dichter und Denker. Haben Sie einen Führerschein? Wissen Sie etwas über schwarze Hunde? Ah, genau, das haben wir noch alles nicht gefragt. Da klappern wir jetzt nochmal durch hier. Das ist nämlich noch wichtig, weil da waren wir noch nicht. Hat dir so ein Kampfhund aufgelauert? Ich würde machen, dass ich wegkomme. Genau. Und mich nie wieder in seine Nähe wagen. Aha. Glaub mir. Ist besser für die Gesundheit. Sprach der Angsthase und hoppelte davon. Hä? Ja, das ist so geil. Da würde ich auch nur so seufzen, wenn ich solche Reaktionen hätte hier wie der Typ. Wow. Also, auf jeden Fall weiß der Boy hier was. Ne? Der hat versteckte Informationen, die er nicht mit uns teilen möchte.
Wir gehen noch mal rein und werden ihn dann noch ordentlich durchlöchern mit unserer Wissensknarre. Mit der Fragenkanone. Wissen Sie etwas über schwarze Hunde? Wenn die Frage erstmal laden muss, dann mögen ist es eine Sie gute. Eher die Detektive oder die Bösewichte? Keine gute, aber doch, er ist, glaube ich, eher gerne der Bösewicht. Sind wir nicht alle lieber die Bad Boys? Ich mag Geschichten, wo die Guten die Bösen sind. Und umgekehrt. Was? Oder beides zugleich. Was? Ah, das Spiel mit den Möglichkeiten. Ich mag Geschichten, wo die Guten die Bösen sind. Oder umgekehrt oder beides gleichzeitig. Okay, das ist also ganz, es ist so, bezieht er das auch auf sich selbst, dass er eigentlich ein Guter ist, aber halt auch irgendwie böse oder halt ein Böser, aber eigentlich ein Guter. Oder so sagen, so, ja, ich mache zwar böse Sachen, bin aber eigentlich ein Guter, also ist doch okay. Also eigentlich bin ich doch gar nicht so. Er ist nicht so einer, Leute. Er ist nicht so einer. Mögen Sie, erzählt Frau Michels viel von früher? Aus dem Krieg. Und ob? Mann, die müsste doch eine irre Platzangst haben. So oft wie die während des Krieges im Luftschutzkeller oder Bunker saß. Ach krass. Mich würden keine 10 Pferde in so ein Erdloch kriegen. Ach. Mich auch nicht. Jedenfalls nicht ohne meine Freunde. Die Alde war hier in den Bunkern. Kannst du mal aufhören, immer deine AirPods da, eben Anführungszeichen, da reinzustecken, wenn ich noch mit dir rede, du unfreundlicher... Wer hat denn jetzt gar den Tee gesüffelt hier in meiner... Meine Anwesenheit wird nicht geschlürft. Erzählt Frau Mich, schreiben Sie selber Krimis? Aha. Ja, bestimmt. Ab und zu denke ich mir was aus, aber mit dem Schreiben hapert es. Ich meine, die Schriftstellerei. Dabei käme ein Bestseller wie gerufen. Mit einem fetten Honorar würde ich jetzt schon in der Südsee Cocktails schlürfen. Laber mich nicht voll. Du kannst überhaupt nicht schreiben. Erst nämlich ein krasser Analphabet. So, also. Mit wem können wir hier noch irgendwo rein? Wir sind jetzt ja quasi, wir haben jetzt abgeschlossen hier mit allem. Und jetzt stehen uns bestimmt neue Möglichkeiten offen. Huch, ob das der Hund war? Stimmt, Karlchen. Ob ich nicht doch mal ein paar Schritte... Ach, nein, das ist mir zu riskant. Immer noch dasselbe hier. Aber was ist denn mit Papi? Er könnte doch bestimmt mal wieder Lust haben auf eine kleine Runde... Besuch im Knast. Mal sehen, ob er schon vorbereitet ist. Glocknerchen. Na, ist schon ein neuer Termin in Sicht? Ist in Arbeit, Tochter. Was macht die Schülerzeitung? Ist in Arbeit, Vater. Halt dein Maul. Okay. Dann arbeiten wir doch auch mal vielleicht an dem Artikel für die Schülerzeitung. Sie macht nämlich gar nichts. Dieses Mädchen macht überhaupt nichts. Ja, nichts, das, was sie tun soll. Nichts von alledem tut sie. Und auch hier. No Chats. Sollte das neue Layout nicht längst fertig sein? Ja, das neue Layout. Besser, ich lasse die Finger vom Grafikprogramm. Nachher heißt es bloß wieder, die blöde Gabi aus der 9B muss sich ja immer überall einmischen. Nee, die blöde Gabi aus der 9B sollte jetzt mal endlich ihren Bericht schreiben, denn ihr Vater wollte ja auch noch mal irgendwann in die Schule. Wann passiert das denn? Ja, wir sind hier... ganz weit außen, an der Außenseitenlinie sind wir da sind wir dran und da kommt keiner vorbei, weil da ist Gabi mit ihrem Bericht und da müssen wir wieder ins Gefängnis zurück und keiner weiß, was wirklich passiert hier. Keiner weiß es. Und bis auf das wir jetzt wissen, dass Hepners Kamerad Gillo hier offenbar vielleicht auch der Typ hier aus dem Lesekaffee, oder vielleicht auch sie, oder vielleicht stecken die ja alle mit drin. Mehr Verdächtigungen haben wir jetzt hier erstmal nicht. Wer darf denn da nicht ins Polizeipräsidium? Tim und Klößchen, das ist aber lustig. Ah, konnte Klößchen irgendwo seine Praline anbringen? Wartet mal, haben wir da noch mal was geschaut? Nee, er kann nicht auf seine Praline zugreifen. Das ist aber mies. Ich dachte, das wäre der perfekte Ort, um hier Werbung zu machen für die neuen... sauerlich Orangen nein, nee, wie heißt das? Kürbisbomben, Alter. Kürbisbomben.